Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 6. August 2018 mit dem Video: Wie geht es deinem Seelenpartner heute? Was denkt und fühlt er? Also, ich mache das Video jetzt ganz früh am Morgen. Und freue mich, dass du dabei bist und auch vielleicht die Energie des Morgens auch schon so in dir wahrnehmen kannst. Also ich spüre sehr viel Freude und ja, gleich beginnt heute meine Reiki-Ausbildung und ja, das ist einfach die Energie toll. Also falls du auch Interesse hast, energetisch dich weiterzuentwickeln, schau einfach auf meine Webseite, da findest du auch unter Termine meine Ausbildungen, die ich anbiete. Heute eine besondere Ausbildung, eine Meisterausbildung. Und das ist für mich eine große, große Ehre, denn es wird heute und morgen eine neue Lichtträgerin geboren. Das wollte ich euch schon mal mitgeteilt haben, so auf Anhieb, und würde ich dich bitten, dass du erstmal jetzt in den Energie, ja, des Tages hineintauchst, einfach dich auf deinen Seelenpartner, natürlich auch auf dich konzentrierst, ja, schließe deine Augen und tauche in der Energie der Kristallschale hinein. Du konntest wunderbar entspannen und bist du nun bereit für die Botschaften. Ich beginne mit der ersten Karte für deinen Seelenpartner. So, ich bin die Kraft des Feuers, ich bin der Neubeginn, ich bin das Licht. Ach, wie schön ist das! Also ein ganz lichtvoller Tag heute auch für deinen Seelenpartner und das ist doch wunderbar. Also, der junge Süden. Und dazu auch die Bedeutung der Karte. Aufbruch, etwas Neues beginnt. Die Kraft des Neubeginns ist da und reißt dich mit. Spüre die Kraft in dir. Aktiviere den Mut in dir. Spüre die Kraft des Feuers, spüre das Licht, das in dir erwacht und von dir ausstrahlen will. Steige empor und lass dich von der Kraft des Aufbruchs inspirieren. Neue Ideen strömen auf dich ein und beleben dich. Trete auf wie ein König. Doch sei dir dabei bewusst, dass der König dem Volk zu dienen hat. Überschätze dich nicht, überhöhe dich nicht, denn nicht Anerkennung soll es sein, nach dem du strebst. Stelle vielmehr dein Licht, deine Kraft, dein Strahlen zur Verfügung und lasse daran teilhaben. Also ist ein toller Tag jetzt auch für deinen Seelenpartner. Also es kommt bei ihm in gewisser Weise ein Aufbruch, also eine Inspiration. Und ja, er spürt auch das Feuer in sich. Also es passiert heute irgendwie etwas, also was Positives, ja. Und ja, er wird hier allerdings aufgefordert, dass der nicht übermütig wird, sondern dass er sein Licht und seine Kraft ja, zum Dienen einsetzt und viel mehr ja, für alle zur Verfügung stellt und auch andere Menschen, auch dich daran teilhaben lässt, ja. Die zweite Karte für deinen Seelenpartner ist
Lass dir von deinen Freunden helfen, bitte andere um Unterstützung und nimm sie auch an. Also falls hier noch hier und da ein Thema auftaucht, wird dein Seelenpartner aufgefordert, einfach mit den Freunden darüber zu reden und natürlich sich unterstützen lassen. So, natürlich kommt hier nochmal die Karte für deinen Seelenpartner, das Selbstbewusstsein. Ich werde mir mehr und mehr bewusst, wer ich wirklich bin. Also kommt viel mehr in seine Kraft, ja, wird er bewusst, wer er ist und was seine Aufgaben auch sind. Also kommt er in seine Selbstwert. Und hier kommt die Waagschale, also Kompromisse. Er wird irgendwie, wo er jetzt noch mit was gehadert hat, einen Kompromiss schließen, ja. So, dann vertraue deine innere Kraft und da kommt die Meisterzahl, die 11. Ja, etwas, woran er sehr wachsen wird heute. Du bist stärker, als du glaubst. Also eine Situation oder eine Begebenheit, wo der daraus wachsen wird, also in der Meisterung geht, ja. So, dann die nächste Karte für deinen Seelenpartner kommt die göttliche Führung. Bitte um ein Zeichen, das dir den Weg weist. Also hier wird er aufgefordert, wirklich auch nach einem Zeichen zu fragen, sich anzubinden, nach einem Zeichen zu fragen in Bezug auf dich, das, wo der Weg ihn dort mit dir hinführt. Ja? Und hier kamen zwei Engelkarten. Die erste ist Engel für Befreiung von Abhängigkeiten. Ich bin frei von alten Mustern, Abhängigkeiten und Wertvorstellungen. Also hier passiert einiges. Also alte Glaubensmuster werden abgelegt heute und auch Wertvorstellungen. Also findet ein tiefgreifende Transformationsprozess bei deinem Seelenpartner statt und Erzengel Uriel begleitet ihn. Mit deiner Hilfe lasse ich die Freude ein in mein Leben. Also Erzengel Uriel unterstützt ihn heute und wird er heute den Tag voller Freude erleben. So, und hier kommen aus dem Seelenpartner Orakel, natürlich kommt hier der Gedanke, ja, möchte dich gerne einladen, Dating und Treffen und die Karte Familie und Verpflichtung. Also kommt nochmal Familie und Verpflichtung und ja, dass er dich auch gerne treffen würde. Also beides. Ja, schau mal einfach, was der Tag so mit sich bringt, was so für dich in deine Richtung rüberkommt. Ja, und hier kam Amos Botschaften, nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. So, Amos Botschaften, ja. So, wie geht es weiter? Da kamen die Startschwierigkeiten. Dein Wunschpartner wird aktiv auf dich zukommen. Er braucht nur einfach ein bisschen länger als andere. Er steht sich manchmal selbst im Weg und denkt und fühlt zu kompliziert und lässt leider oft auch gute Chancen verstreichen. Es gibt Augenblicke, wo er am liebsten etwas in deine Richtung unternehmen würde, macht das aber dann im letzten Moment doch wieder einen Rückzieher. Er scheint es aber wert zu sein, auch wenn dir bald der Geduldsfaden mit ihm reißt. So, und was ist blockiert bei ihm? Die Stirnchakra, also die Entwicklungsweg, also die Erkenntnisse, Intuition, Klarheit, Seele, innere Führung. Dein Wunschpartner liebt dich sehr und er wünscht sich tatsächlich nichts sehnlicher, als mit dir in eine Partnerschaft zu gehen. Seine Ängste, sich auf dich einzulassen, beruhen darauf, wie
und ob sich euer Alltagsleben gestalten wird. Wie werdet ihr eure Freizeit verbringen oder kehrt eventuell viel zu schnell der Alltag und die Langeweile ein? Habt ihr die gleichen Ansichten über Kinder- und Familienleben, ähnliche Hobbys und Geschmäcker? Oder wird man nur allzu früh feststellen, dass man grundverschieden ist? Er möchte dich einfach nicht enttäuschen. Lernt euch also erstmal richtig kennen und lasst es ganz ungezwungen, locker und langsam angehen. Also hier eine leichte Blockade, also seine Stirnchakra. Also wenn du gestern schon mein Video geschaut hast, dann weißt du, dass ich als Wochenangebot die Chakrenausgleich wieder drin habe. Das resultiert dann auch immer von den Rückmeldungen meiner Klienten, die hier auch Beratungen bei mir buchen, die sich auch in diesen Seelenpartner-Dual-Seelenprozesse befinden. Und dann lasse ich mich natürlich intuitiv leiten, und das ist jetzt in dieser Woche, also bis einschließlich nächsten Sonntag im Angebot. Schau einfach, in meinem Shop findest du dieses Angebot bereits, also unter dem Video in der Infobox. Das war für deinen Seelenpartner, und jetzt schauen wir, wie es dir heute dabei geht, was denkst und fühlst du heute. Und dann kommt die Begegnung. Lerne aus deinen Begegnungen, höre und spüre, entwickle eine offene Sprache. So, und dazu auch wieder sehr gerne die Bedeutung aus dem Buch, auch wenn sich viele hier wundern. Also das Buch ist schon so ziemlich, hier schon ziemlich zerrissen, ja, hier. Aber dennoch, ja, ich finde aus dem Buch viel schöner die Botschaften, wie wenn ich jetzt von mir was erzähle. Also hier vom Werner Johannes Neuner, einfach eine tolle Energie, ja. Also aus dem Venus-Orakel. Achte auf jene Menschen, die dir begegnen, also heute für dich. Sei aufmerksam bei diesen Begegnungen. Sie wollen dich etwas lehren, dich auf etwas hinführen. Du ziehst in deinem Leben jene Menschen an, zu denen du Resonanzen in dir trägst. Keine Begegnung ist zufällig. Jede Begegnung entspricht aus dem Einverständnis deiner Seele. Achte auf deine Sprache. Setze mit deinen Worten niemals dein Gegenüber unter Druck. Die Begegnungen verlangen von dir eine offene und wertfreie Sprache. Also, dass du offen bist, aber dennoch nicht bewertest. So, wie geht es weiter? So, du sollst heute deine Yang-Seite stärken. Ich ehre und entwickle jetzt verstärkt die männlichen Kräfte und Bedürfnisse in mir. Also Durchsetzungsvermögen, Standhaftigkeit, Mut, Ausdauer, all diese Charaktereigenschaften. So, und dann kommt für dich die Meisterschaft. Ein Schlüssel zu Liebe ist die Selbstliebe. Wenn du dich nämlich selber annimmst, wenn du dich selber liebst, das ist der Schlüssel zu Liebe, und das wirst du auch lernen, ja, heute besonders. So, also in Bezug auf deinen Seelenpartner, hast du hier auch noch ein Thema, was mit dem Vergeben und mit dem Lernen zu tun hat? Weil ihr seid ja miteinander verbunden, und dein Seelenpartner ist in gewisser Weise auch dein Lernpartner, ja? Also auf jeden Fall spiegelt er dir vieles, wo du noch Themen hast, und wichtig ist, dass du jetzt auch hier irgendwie vergibst, ja? Also indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt.
sei es aus der Vergangenheit, dass er dich ja nicht so nett behandelt hat, also durch den Rückzügen, Zurückweisungen vielleicht oder nicht gemeldet, nicht geantwortet. Ja, es ist wichtig, dass du vergibst oder halt auch aus dem früheren Leben. Wenn ihr da irgendwie nicht so harmonisch miteinander zusammen wart und noch ungeklärte Themen noch im Raum stehen, ja, und dass sich hier auf diesen Leben sich auch noch auswirken, es ist wichtig, dass du heute vergibst und daraus auch ein Stückchen lernst, ja. Wie geht es dir noch weiter? Also, wie geht es dir heute? Taten sagen mehr als Worte. Verleihe deine Liebe durch Taten Ausdruck. Dass du irgendwie das Gefühl für deinen Seelenpartner gibst, dass du für ihn da bist, dass du nicht beleidigt bist, falls da irgendetwas kommt, dass du halt in der Vergebung bist und ein Signal gibst, ja, ich bin für dich da. So, und heute kommen auch Gelegenheiten. Und schau mal, wie schön. Goldregen regelrecht, dein Herz ist ganz geöffnet, also es kommen wunderbare Gelegenheiten heute auf dich zu. Und du tauchst immer mehr in diese Allliebe hinein. Da begleitet dich auch dein Engel für Allliebe. Ich entwickle mich von der bedingungslosen zur allumfassenden Liebe weiter. Also du bist spirituell schon sehr weit vorangeschritten, vorgeschritten. Und das ist schon wunderbar in deinem Fühlen, in deinem Denken, weil du halt in diese Bedingungslosigkeit schon warst für deinen Seelenpartner. Und natürlich bleibt das auch nicht so stehen, wenn du einmal in diese Liebe bist, gehst du immer ein Stückchen weiter. Und wenn du dich gerade auf dem spirituellen Weg vielleicht auch befindest, dass du dich weiterentwickelst oder dich dafür öffnest und dein Herz dafür öffnest, dann geht es auch immer weiter. Und schau mal hier, was kommt hier die Energiearbeit für dich? Also natürlich kannst du auch bei mir gerne Energiearbeit für dich buchen, aber es kann auch sein, dass du Energiearbeit vornimmst. Und da kommt die Karte Soulmate, also die Seelenpartnerschaft. Heile deine Seelenpartnerschaft und unterstütze deine Seelenpartnerschaft mit Energiearbeit. Unterstütze deinen Seelenpartner, ja? So, hier kamen zwei Karten. Einmal Neuanfang, lebe deine Träume volle Leidenschaft. Ein neues Abenteuer erwartet dich, empfange es mit offenen Armen. Und da kam die sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Also da kommt etwas auf dich zu, etwas, ja, ob das jetzt heute zu sexueller Vereinigung kommt, das weiß ich nicht. Natürlich, wenn ihr schon zusammen seid, kann das sein oder wenn ihr schon in regem Kontakt seid. Aber es kann auch sein, dass du so ein Verlangen in diese Richtung verspürst, ja, so eine Anziehung nochmal für deinen Seelenpartner. Partner spürt. Das kann natürlich auch sein. So, und es geht voran. Das, was du bisher mit deinem Wunschpartner erlebt und durchgemacht hast, war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Nein, zwischen euch ist es nicht vorbei. Und ja, es wird weitergehen mit euch beiden. Und du selbst spürst auch, dass das definitiv noch nicht alles gewesen sein kann. Es kommt wieder Schwung in eure Beziehung. Dafür solltest du die Sache in die Hand nehmen und immer wieder liebevoll und aktiv auf ihn zugehen. Bleibe selbstbewusst und hartnäckig. Also, dass du es nicht aufgibst, dass du hartnäckig bleibst, aber auch liebevoll, ja? Dass du liebevoll immer wieder signalisierst, ja, ich bin da. So, und was ist bei dir blockiert? Die Stirnchakra, Erkenntnisse, Intuition, Klarheit, Seele, innere Führung, sexuelle Blockade.
Deinem Wunschpartner wurde höchstwahrscheinlich in der Vergangenheit ein Kind angehängt oder er hatte unter ungeschützten Sex und sich dadurch unfreiwillig eine Krankheit eingefangen. Das kann jetzt nicht passen, aber ich übersetze das auf dich. Diese Fehler will er auf keinen Fall wiederholen, was der Grund dafür ist, dass er dich eventuell auf die Distanz hält und nicht mal Sex mit dir haben möchte. Eine weitere Möglichkeit ist, dass er sexsüchtig ist und aber auch solche Fantasien hat, die es dir unmöglich sagen oder zeigen kann. Er will nicht nur sich selbst, sondern auch dich beschützen. Und zwar von Enttäuschungen. Auch eine Impotenz kann der Grund für sein merkwürdiges, reserviertes Verhalten sein. So übersetzt, hier irgendwie auch bei dir eine sexuelle Blockade, warum auch immer, aus deinen früheren Erfahrungen, wie auch immer, das ist auf jeden Fall ein Thema für dich, ja? Und ja, es kann in verschiedene Richtungen sein. Also ich hoffe, du erkennst dich hier irgendwie wieder. Und das war jetzt die Tagesbotschaft, also was, wie du dich fühlst, was denkst und fühlst du heute für deinen Seelenpartner heute an dem 6. August 2018. So, ich komme auch zu Ende. Ich möchte nur noch kurz erwähnen, also ich hatte jetzt am Anfang zur Einführung hier im Video erwähnt, dass ich heute und morgen diese Reiki-Meisterausbildung hier habe und am Wochenende die Reiki 1 Einweihung. Also ich wohne hier in der Nähe von Köln, also praktiziere hier von zu Hause, habe ich einen Raum, wo ich hier auch meine Ausbildungen mache, wo ich meine Reiki-Behandlung, Klangschalenmassage oder Hypnose auch mache. Wenn du diesbezüglich Interesse hast und gerne in diese Energie eingeweiht werden möchtest, also die Ausbildung wird Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr stattfinden. Das findest du auch also unter Termine auf meine Webseite. Also einfach in der Infobox schauen, also www.reka-bergheim.de. Natürlich kannst du dich dazu noch bis einschließlich Donnerstag anmelden. Also am Freitag müsste ich mich dann allerdings auch um die Zertifikate dann kümmern und um eure natürlich um euren Skript und Begleitmappe. Also ich habe zwar einige schon da, falls jetzt noch neue dazu kommen. So, jetzt komme ich zu Ende. Ich sende euch ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.